Was? Die komplette Minecraft-Geschichte von Basti GRG? 15 Minuten langes Video? Veto WTF? Also ich muss euch was sagen. Ich glaube, Veto will wirklich den Praktikumsplatz haben. Es sei denn, er sagt irgendwas Negatives. Ja, lass uns reingucken. Also heute schauen wir uns mal die Geschichte von Basti GRG an. Ich habe ja beim letzten Mal gefragt, über welchen YouTuber ihr so ein Video sehen wollt. Und wirklich sehr, sehr viele von euch wollten eins über Basti. Und ich bin mir... neues Design, by the way. Ey... Das Ding ist, Veto weiß es halt auch vor allem. Also Veto ist eben auch einfach schon voll lange dabei, aber Veto weiß halt eben auch die HG-Zeit richtig einzuordnen. Ich glaube, so viele Leute, die so ein Video machen würden, würden halt sagen, ja, Basti hat mit HG gestartet und dann kam Varo. Bei Veto würde es nicht so sein, glaube ich. Ich bin mir sehr sicher, viele von euch werden bestimmt noch nicht alles von ihm wissen. Wenn dir solche Videos gefallen, dann abonniere unbedingt meinen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Das Ziel für dieses Jahr ist die 250.000 und mit einem Abo könntest du... Oha, warte mal, ich habe Veto nicht mal abonniert, ne? Oh doch, habe ich. ...zu mir sehr helfen, das zu erreichen. Lass auch ein Like da und einen Kommentar mit dem YouTuber, den du gerne als nächstes in dem Format sehen möchtest. Und vielleicht setze ich dann... Schlagt einfach nochmal mich vor. Schreibt einfach nochmal drunter, nochmal Basti GRG. Dein Vorschlag um kurze Werbeunterbrechung. Schau auch gerne mit meinem Badland-Shop vorbei. Da gibt es jetzt mein neues Flower-Kosmetik in jeder Farbe, die du haben möchtest. Passt also perfekt zu jedem Skin und natürlich auch meine geilen anderen Kosmetiks wie Capes, Shields und Bandana. Also wenn... ich bleib bei TikTok vor 3. Aber danke, Veto. Wenn dir da etwas gefällt, kauf es dir gerne über den ersten Link in der Videobeschreibung. Danke, zu unterstützen. Okay, dann schauen wir mal, wie das alles mit Basti GRG angefangen hat. Oh Gott. Wird es unangenehm? Nee, ist mir egal. Jo, auf einmal Netflix-Biografie, oder? Was ist denn jetzt los? Basti GRG wurde am 5. August 1997 geboren. Ey, es gibt mir ganz kurz so ein bisschen einen Fußball-Vibes, ne? Oder ein paar Fakten mal vorlesen. Ey, ohne Mist, ich glaube, Veto hat auch bestimmt ein bisschen recherchiert mit einem Fußball-Fakten-Videos. Und er stellte kurz danach, am 12.08.2012, seinen ersten YouTube-Kanal... Wahrscheinlich kurz danach, oder? ...Kanal German Hunger Games HD zusammen mit seinem Homie Patrick. Die beiden haben damals... Ich hätte von Veto sowas zugetraut, wie zum Beispiel, dass sie erst ein, also dass wir einen Account gemacht haben, der hieß German Hunger Games und dann haben wir die Daten von dem verloren und dann mussten wir nochmal einen neuen machen und dann haben wir uns German Hunger Games HD genannt. Ausschließlich Hunger Games Videos erspielt und Kids vorgestellt, da es zu diesem Zeitpunkt noch keinen deutschen Minecraft-Channel in diese Richtung gab. In diesem Jahr haben die beiden weiterhin einen Haufen weiterer HG-Videos produziert, aber auch ein paar andere PvP-Mods ausprobiert, die im Gegensatz zu SuPvP nicht so gut ankamen. Der Kanal allgemein war aber bis dahin ziemlich einzigartig im deutschen Raum, weswegen die beiden bis zum Ende des Jahres die 10.000 Abos geknackt haben. True, eigentlich voll krass, dass wir 2013, wir haben einfach was gemacht, was halt kein anderer gemacht hatte. Das war halt wirklich so, okay, wir haben was gefunden, was keiner macht, wir machen das und haben so unseren Erfolg am Anfang so angeholt. Das erste große Ereignis in diesem Jahr war der Wechsel auf den neuen Kanal Kompetenz GRG, der heute Basti GRG heißt. Das wissen so viele Leute nicht, aber ist auch jetzt ehrlich gesagt nicht so crazy to know. Aber ja, der Kanal, der jetzt betrieben wird von mir, Basti GRG, also das war nicht unser Kanal, bei dem wir gestartet sind. Das Probleme mit dem alten Netzwerk gab. Hauptsächlich hat von da an nur noch Basti HG, Ender Games, aber auch SG und Bad Wars hochgeladen. Ups. Ist ein legendary Video, absolut legendary. Ja, ups, genau, ist ja. Mann, wie ich einfach nur Kills mit Runterschubsen gemacht habe. Wie du mich einfach absiehst. Leute, das ist Young Basti. Ich war da 17. Ich bin da gerade 17 geworden. Richtig unterschmeißt. Dann am 24.09. lud Patrick sein letztes Video auf dem Kanal hoch, in dem er erklärte, dass er keine Motivation mehr für Minecraft-Videos hat und von da an sollte der Kanal nur noch von Basti geleitet werden. Man darf auch nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt, also Patrick hatte schon halt kaum Videos gemacht. Das war so für voll viele, jetzt im Nachhinein denken so Leute, ja krass, Alter, Patrick hat dann einfach aufgehört. Man, Patrick hat bis zu dem Zeitpunkt auf dem neuen Kanal 2 oder 3 Videos gemacht. Also es war kein schleichender Prozess, sondern es war halt schon irgendwo klar, dass Patrick keine Videos mehr macht. Ja, aber an sich auf jeden Fall krasser Genickbruch. Man darf auch nicht vergessen, easy hätte es auch passieren können, dass ich einfach sage, ja, okay, ohne Patrick habe ich jetzt auch keinen Bock mehr weiterzumachen und dass wir es einfach komplett sein lassen. Ne, ihr dürft auch nicht vergessen, wir sind damals von unserem Main-Channel mit so 14.000 Abonnenten oder so rübergeswitcht auf den neuen und es sind ungefähr 2.000, 3.000 Abonnenten nur mit rübergekommen. Nur, in Anführungszeichen. Und dann war ich alleine mit diesem neuen Kanal, der so 3.000 Abonnenten hatte. Aber ihr wisst, wo wir jetzt sind. Am 10.10. war dann Basti in seinem ersten Minecraft-PvP-Projekt. Legend, später bekannt unter dem Namen Titan, startete damals zum ersten Mal. Spontan entschieden sich Basti und Fabio zusammen zu Team, da kein anderer Teammate mehr frei war. War halt wirklich so. Und sie gewann schlussendlich auch das ganze Projekt. Willkommen zum ersten Part vom Legend-Projekt. Weiter ging es dann mit der Road to Zigzag, einer Serie, bei der Basti die verschiedensten PvP-Challenges gespielt hat. Challenges. Liegt alles am Zickzack.
Mann, das kennen so viele Leute nicht. Es ist schon ein bisschen unangenehm im Nachhinein. Aber wenn ich so zurückdenke für 2014er Zeiten, war das schon ganz cool. Ich habe mir auf jeden Fall was einfallen lassen, um ein bisschen was Besonderes zu machen. Und die Road to Zickzack wird euch zeigen, wie man zum Zickzacker wird in wenigen Schritten. Ey, krass, Basti hat einfach schon damals Challenges hochgeladen, so ein krasser Typ einfach. Achso, und Basti hat auch sein erstes Zickzack-Texture-Pack released. Naja, ich bin... Ach, scheiße. Mal ehrlich, ich wollte es eigentlich erst an Weihnachten releasen. Hab mir dann überlegt, okay, ich will jetzt mal nicht so sein. Ich meine, auch allein das Quatschen, ne? Also, man hat sich so krass verändert, auch entwickelt, wie man doch früher geredet hatte. Man konnte irgendwie gar keine guten Videos machen. Man war überhaupt nicht in der Lage, irgendwie interessant zu sprechen oder sich auf die nötigen Informationen zu reduzieren, sondern man hat einfach irgendwas gemacht. Aber ja, das ist halt einfach so ein Prozess, den man mitmacht. So gemein und deswegen gibt es das ganze Ding jetzt ein bisschen früher. Wie viele Abonnenten hatte ich da circa? 20.000, I don't know, 25.000 oder so, aber auf jeden Fall, also weniger als 30.000, 40.000. Und zwar rede ich vom Zickzack-Pack. 2015 war dann wohl das wichtigste Jahr für Basti und seine ganze Karriere auf YouTube. Begonnen hat das Jahr mit dem legendären Schmocki-Troll-Video, bei dem er ihm vormacht, dass er Minecraft hinter sich lassen möchte und nur noch FIFA-Videos hochladen will. So, mir ist gerade extrem spontan eine Idee gekommen. Ja, das Video war damals mein erfolgreichstes Video mit den meisten Likes und so weiter. Und es war durchgängig nur ein Blackscreen. Ich habe nichts im Hintergrund eingeblendet. Ich habe legit einfach nur einen Prank-Call an Schmocki gemacht. Und es war einfach durchgängig ein Blackscreen. Und ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, wie dumm das eigentlich ist. Und zwar möchte ich mal den lieben Schmocki ein wenig verarschen. Es ging dann damit weiter, dass Basti sein... Hast du nicht zum Zickzack 2.0 die 10k-Video? Ey, kann gut sein, Aprix. Das kann auch gut sein. Ich glaube, 20.000 Abonnenten war zu viel, ja. Eigenen McDonalds-Burger entworfen hat und mit dem fast ins deutsche Finale gekommen ist. Ey, Zickzack ist der Burger. Das wissen so viele Leute. Ach, sorry, Leute, ich pausiere alles. Ich kann hier zu viel erzählen. Der war auch mies geil gewesen. Junge, das war eine Sweet Chili-Soße auf Käsebrötchen mit Chicken. Ey, Zickzack. Ich bin damit Platz 2 in Brandenburg geworden. Aber ja, Platz 1 wurde es nicht. Das ist so bescheuert eigentlich. Aber das ist der Burger, den ich für das Burger-Battle von McDonalds erstellt habe. Und eine weitere coole Serie, die den Kanal damals sehr geprägt hat, startete nämlich SMYP. Show me your pack. Da das Ganze ein bisschen lang klingt, kürzen wir das Ganze ab, auf Englisch natürlich, mit SMYP. Mitte des Jahres kam dann eine ganz normale Runde Survival Games auf Finis Kanal zusammen mit Basti. Aber am Ende gab es dann doch noch eine kleine Überraschung für ihn. Frage. Ich wollte mit dir aufnehmen, weil ich dich fragen wollte, ob du in Baro 3 mit mir teamen willst. Ich weiß noch, ich glaube, da hat bei mir die Allergie richtig reingeschleppert. Ich war da irgendwie gefühlt, weiß ich nicht, richtig zu. Junge, wenigs altes Zimmer, ne? Bei seinen Eltern. Das gibt einem ganz komische, das gibt einem richtig TBs. Als wenn. Doch. Bis es dann aber losging mit Varo 3, ging es für Basti erstmal in die erste Season Titan, dem Nachfolgeprojekt von Legend. Kommt zu Titan, beziehungsweise zu Legend 2. Ich denk mal, ich weiß nicht, machst du es auch? Schneidest du das auch ein bisschen so? Ich habe das, glaube ich, schon gelöst. Wie Fabo klingt. Ich weiß nicht, mal gucken. Wieder zusammen mit Fabo standen die beiden im Finale, aber verloren dann leider trotz einer sehr guten Falle in einer echt spannenden letzten Folge. Ey, wirklich, das ist so Pausensimulator. Wer kennt noch die Trap von damals? Seid mal ehrlich, es war so knapp. Das war eins der geilsten Finale. So ein gutes Final. War insane. Wirklich, das war so geil, die Trap. Also, ich kann euch wirklich Titan 1, die komplette Staffel, das kann ich euch wirklich zu empfehlen. Wenn ihr es nicht kennt, guckt euch mal Titan 1, die komplette Staffel, gerewatcht an. Das ist wirklich ein sehr spannendes Projekt. Ja. Ja, okay, guckt euch doch nicht an, jetzt werde ich gespoilert. Bin drin! Bau ab! Dann begann aber das Projekt, was Bastis Kanal einen extremen Boost nach vorne geben sollte. Als klarer Mitfavoriten startete Basti zusammen mit Vini in Varo 3. So Leute, hallo und herzlich willkommen zu Varo 3. Mir ist mal letztens aufgefallen, okay, pass auf, zu Varo 3, Junge, da lief einfach so Night Lovell und da lief einfach so Bones und so im Hintergrund. Junge, ich habe so übertrieben die kranke Mucke damals einfach in Varo 3 gehabt. Bei Varo 3, als wir in der Border gestorben sind, war einfach im Hintergrund Bones. Das war so, hä, das hat überhaupt nicht gepasst eigentlich, aber... Hallo Basti. Hi, na? Die beiden haben auch sehr stark gespielt, bis zu dem Zeitpunkt, als sie auf einmal außerhalb der Border standen und dadurch zu... Mann, nicht bei uns mit Z, sondern mit S, WTF! Folgen beginnen leider starben. Wir sind hinterm Border, ja. Wir sind drauf, Das ist so knapp, wir können laufen, oder? Lass laufen. Ja, lass laufen. Recht sofort. Und wenn du zu viel Damage kriegst, kriegst du die Perle. Nein. LOL, was? Alles ziemlich traurig, aber daraufhin hört sich Basti erstmal eine Woche auf Island und in dem ersten Video nach seinem Urlaub war... Ich war nie in Island. ...ich das erste Mal auf seinem Kanal zu sehen. Und, naja. Ah, true! Ich kann mich daran erinnern, dass es damals Veto war. Ich kann mich so daran erinnern. Ich kann mich an diese Runde SG4 erinnern. Ey, ich weiß es noch. Das ist einfach Veto.
Hi, genau, das war ich damals. Im restlichen Jahr hat Basti viel weitere PvP-Videos und Serien wie 11 Books oder El Gladiator hochgeladen, die jedes Mal mit einem kreativen Roleplay-Intro gestartet aber sind. Aber wirklich? Bei dem man schon immer bemerkt hat, dass es ihm wichtig ist, sehr besondere Videos zu produzieren. Und eigene Ideen schon damals, 2015. Wirklich, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich darauf schwitze, immer meine eigenen Sachen durchzusetzen. Das war schon immer so. Junge, es hat keiner SMYP gemacht, es hat keiner El Gladiator gemacht. Das sind halt alles Sachen, die sind aus meiner Feder entstanden. Und das war mir so wichtig schon früher damals. Also von der Umsetzung müssen wir jetzt nicht sprechen, aber nun ja. Zu Anfang dieses Jahres hatte Basti mit etwas begonnen, was er bis heute immer noch tut, nämlich täglich zu streamen. Am 14. Januar war der erste Stream seiner noch aktuellen Streak und seine damalige Meinung zu Streaming zu hören ist im Nachhinein echt ganz lustig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gespannt, was ich sage. Aber, kleine Korrektur, ich habe schon 2014, glaube ich, 2 oder 3 Mal gestreamt und zwar halt so richtige Low-Quality Texture-Mac-Livestreams. Aber was sage ich da jetzt gerade? Stream ist echt mal eine ganz coole Abwechslung zu YouTube, also zu Videos machen, weil es macht mir einfach mega viel Spaß irgendwie. Ja, na gut, also gut, jetzt sind wir hier, ne? Auf YouTube wechselte zu der Zeit immer zwischen Soup, UAC und 1v1, wobei die Qualität der Intros und der Story rund um den Game Mode immer besser wurde. Mitte des Jahres sollte die 2. Staffel Road to Zigzag starten. Allerdings gab es leider nie mehr als eine Folge, hauptsächlich da die Serie von vielen Zuschauern nur noch mit Varo verbunden wurde und das nicht der Sinn der Sache für ihn war. Aber trotzdessen hatte Basti... Ich kann mich dran erinnern, ja, Mann. Ich weiß, ich habe damals die Road to Zigzag halt hochgeladen, also die 2. Staffel und so, und das war halt, keine Ahnung, die Road to Zigzag, das lief einfach nur darauf hinaus, so mäßig so, yo, hey, ja, Varo gewinnen. Und ich dachte mir so, alter Leute, Road to Zigzag ist was ganz anderes. Aber das sind so alte Zeiten. Ich sehe immer noch sehr viel Bock auf Kurzfilm-ähnliche Projekte, wie man im nächsten Jahr sehen sollte. Also was ist das? Wahrscheinlich 2015. Wahrscheinlich kam 2015 Regnus Seemark oder was? Luke, danke für 15 Monate. Willkommen zurück. Ende 2016 konnte sich Basti aber wieder einmal in Titan 3 beweisen. Nachdem er in Titan 2 nicht teilnehmen wollte, aufgrund von viel zu viel Schulstress und außerdem wollte er nicht ausschließlich solche Projekte auf seinem Kanal hochladen. Naja, aber zusammen mit Fabio gewannen die beiden auch die 3. Staffel. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Titan 3 zusammen mit dem guten alten Fabio. Seinen ersten Merch releaste Basti dann auch noch dieses Jahr. True. Und ich bin immer noch stolzer Besitzer dieses ersten T-Shirts. Das war mein allererster Merch. Gar kein Hoodie oder so, ganz am Anfang gab es so eine T-Shirts mit so einem 787 Aufdruck. Oh, ihr seht es halt. So, aber ja, gibt es auch interessante Storys zu der ganzen Merch-Geschichte, aber das sind andere Themen. Sehr viele Erfahrungen gesammelt. An der Stelle. Achso, und Varo 4 begann dann auch noch im Dezember. Wieder zusammen mit Veni ging sie ein weiteres Mal für viele als Favoriten in das Projekt. Ja, moin, chill noch ein bisschen. Jo, okay. Ready? Ja. Gut, dann 3, 2, 1. So, hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Varo 4 und Zickzack ist wieder zurück. Juhu. Dann am 1.11., fast nach einem Jahr Daily Streaming, kam das Varo 4 Finale online und nur weil ich von Beginn an die finale Platzierung richtig auf Twitter getippt habe, gewann Basti das. Was? Alle online und nur weil. Wie weht du auch random diese Facts so ein? Ja, da war ich in dem Video, da habe ich das richtig getippt. Ich habe noch dieses T-Shirt. Weil ich von Beginn an die Finale. Ja, aber es ist halt falsch, ne? Also, wenn wir nach Teams gehen, schon. Aber an sich, ne? Veni und ich wurden Erster. Ja, wobei, ja, ist... Ja, okay. Ja, wenn wir nach Teams gehen, dann schon. Alle Platzierungen richtig auf Twitter getippt habe, gewann Basti das Projekt, was sein Leben ab da an verändern sollte. Aber wir haben es geschafft, meine Damen und Herren. Es ist einfach true. Wir haben es geschafft. Es ist true. Team Zickzack, wir haben gewonnen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Mit dem Win explodierte sein Kanal komplett und Basti überlegte sich immer mehr neue PvP-Serien und Ideen, wie er vor allem zu PvP auf YouTube in coolen Content umwandeln kann. Wobei manche Serien von den Zuschauern auch nicht so gut angenommen wurden, wie zum Beispiel, naja, Double. Basti zog... fucking Double. Junge, Double, 3 Folgen. Ich habe gedacht, das ist eine coole Idee. War voll viel Arbeit. War so halt, ja. Ich erinnere mich auch noch. Ich habe damals auch zum Beispiel eine Challenge gemacht in Fight Club. Und zwar nur mit Holzschwert gewinnen. Also eine komplette Runde mit Holzschwert. Es war einfach so ein Low, einfach zwischendurch Challenge-Video. Und ich habe halt dann ziemlich viel mit dem Bogen gespielt. Statt mit halt einem Schwert in die Melee zu gehen. Ich weiß, ich habe so viele Dislikes bekommen. Ich habe so viele Kommentare bekommen von wegen, wie low das ist, wie enttäuscht sie sind. Also ich kann es schon nachvollziehen, aber also an sich im Nachhinein so betrachtet, halt so hardcore legitim in einer Challenge, bei der es dann darum geht, kein Dia-Schwert wie sonst zu haben oder Eisenschwert und nur ein Holzschwert zu haben, halt den Bogen dann zu benutzen. Ach, Digga. Basti zog in dieser Zeit auch in seine erste eigene Wohnung um. True. Allgemein hat er versucht, von da an...
erstmal die Roomtour aus 2016 zeigen. Das ist die Roomtour aus dem Zimmer bei meinen Eltern. Allgemein hat er versucht, von da an viel Neues auszuprobieren. Wie zum Beispiel seinen ersten richtigen Kurzfilm Regno Seemark, bei dem es leider auch noch bei der ersten Folge geblieben ist, da so ein Projekt zu viel Zeit benötigt, damit es richtig geil werden könnte, wodurch andere Videos etwas vernachlässigt wurden. Ich habe sechs Wochen kein Video gemacht. Bin ich richtig? Das hat zum Glück auch Basti rechtzeitig erkannt und kam mit sehr nicen Videos rund um TechJobX zurück. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich jetzt hier habe. Das ein Haar. Guck mal, also ich wollte euch nur mal ganz kurz dran erinnern. Seht ihr das hier? Supporter seit Tag 1. Leute, ich habe Real Talk mit Badline Client gespielt, sobald das Ding rauskam. Also für Leute, die es nicht mehr wissen, damals war der Badline Client ja nur für interne UACs oder so. Ich habe ihn da schon benutzt. Oh, Digga, hier Regno Seemark 2. Ah, oh, was die GH-Hilfe. Pack. Das ist das Pack, mit dem wir uns gleich beschäftigen werden. Oder mein Skin! Wie er Papa Platte PvP beigebracht hat. Das Ding ist, ihr müsst wissen, also ich will Kevin jetzt nicht zu nahe treten, aber Kevin ist kein Minecraft-Routine. Also er ist, wie würdest du. Es hat sich legit nichts geändert. Das ist 4 Jahre her. 4 Jahre. Du selber sagen. Ich bin drin. Oder wie er 12 Stunden am Stück den gleichen Spielmodus spielt. Ausdauer bezeichnet die Widerstandsfähigkeit des Organismus gegen Ermüdung und die schnelle Regenerationsfähigkeit nach einer Belastung, insbesondere hinsichtlich einer sportlichen Betätigung. Ach ja. Zu Beginn des Jahres war Minecraft und besonders Minecraft PvP absolut uncool geworden. Fast niemand hat es mehr gespielt oder Junge, das Video geht noch 6 Minuten. Was Basti damals auch sehr gut zusammengefasst hat. Ach ja, Minecraft PvP in 2018. Junge, dieses Video. Viele Leute sehen aktuell über unser allseits geliebtes Spiel dunkle Wolken aufziehen. Von da an kamen auf Bastis Kanal auch die ersten Nicht-Minecraft-Videos auf seinem Kanal, wie zum Beispiel Pizzabäcker, Uno, YouTubers Live und Bus Simulator. Die Videos waren echt unterhaltsam und schön bearbeitet, aber es passt. Junge, ich habe so geschwitzt, Alter. Ich habe so geschwitzt auf diese Videos. Das war so, boah, Alter. Ey, ich kann mich so gut in die Lage von damals hineinversetzen. Ja, aber ich sag's euch ehrlich, selbst für die damaligen Zeiten haben diese Videos echt so viel positives Feedback auch damals bekommen. Es war jetzt nicht so, als ob es meinen Channel so irgendwie reaktiviert, wiederbelebt oder was auch immer hatte. Aber es wurde akzeptiert und Leute haben es einfach trotzdem, fanden es halt trotzdem lustig. Und es war sehr cool. Passt Rest überhaupt Robbie. Nicht auf seinen Kanal, was sich in der Resonanz widerspiegelte. Also ging es wieder zurück zu Minecraft mit einem interessanten Format, in dem er mit den besten Minecraft-Spielern in verschiedenen Game-Modes gespielt hat, true, um das zu sehen, nice. Wie sie überhaupt so gut geworden sind. Und können wir kurz erwähnen, dass die Thumbnails, vor allem wo Basti drauf war, damals richtig cursed ausgesehen haben. Ich habe immer noch Angst vor denen. Naja, aber dann passierte etwas, was auf den ersten Blick nicht so ideal für Basti war, aber nach Varo wohl das Beste ist, was ihm je passieren konnte. Was da sein könnte, fragt ihr euch? Naja, sein Internet war einfach zu schlecht, sodass er während seiner Streams kein PvP mehr spielen konnte. Und warum das jetzt genau gut ist, fragt ihr euch? Naja, er hat halt die spontane Idee gehabt, Minecraft im Singleplayer durchzuspielen, aber halt ohne ein Crafting-Table zu benutzen. Oh ja, was hat Basti jetzt schon wieder vor? Ihr seht richtig, was im Titel steht, werde ich heute wirklich probieren und damals hatte ich den Skin. Ey, das Ding ist halt wirklich, das war halt damals, ich habe halt einfach gedacht, Alter, okay, ich will Minecraft spielen, es geht kein PvP, ich spiele Singleplayer. So, aber es hat ja halt wirklich dann auch funktioniert und das war frisch zum Release der 1.13. Ist auch schon probiert. Und das war die erste Minecraft-Durchspielen-Challenge von Basti. Und was daraus alles entstanden ist, naja, das wissen wir ja alle. Ach, und er hat auch neuen Merch gedroppt. Da war so eine Autogrammkarte dabei und ich hatte einen Zitteranfall, weil ich eine sehr coole von ihm bekommen habe, was in einem seiner Videos zu sehen ist. Oh mein Gott, das ist die beste Autogrammkarte ever. Nein. Oh mein Gott. Damit jede persönlich danke. So gedingstet. Oh mein Gott. Ja, dafür bin ich da. Leute glücklich zu machen. Easy. Außerdem ist Basti zum ersten Mal Craft Attack gejoint. Auch eigentlich ziemlich funny, seine damaligen Bauprojekte mit den heutigen zu vergleichen. Ich muss aber sagen, auch schon in Craft Attack 6 sah es eigentlich ganz cool aus, aber ich war schon so ein bisschen verloren. Ja, wobei die Akropolis, das ist halt so, die Akropolis war gar nicht so schwer zu bauen. Aber am Ende sieht es hier halt einfach schon nach was Besonderem aus, vor allem in diesem weißen Setting. Projekte mit den heutigen zu vergleichen. 2019 startete er größtenteils mit Speedruns, die Basti neben den ersten Challenges für sich entdeckte. Pium, Digga! Auch der Schmocki-Troll 2.0 war ein großes Highlight aus diesem Jahr. Der ein oder andere, der schon etwas länger dabei sein sollte. Junge, unvorstellbar. Ich habe damals einfach ein Video aufgenommen, während die Skin-Server offline waren. Junge, ich habe einfach mit einem Steve-Skin das Intro gemacht. WTF? Sollte verstehen, dass dieses Video was ziemlich Besonderes ist, denn der erste Part, beziehungsweise der erste Versuch, der auch damals gut geglückt ist, war mehr oder weniger legendary. Und dann begann das Projekt, was Minecraft in Deutschland komplett zurückgebracht hat. Suho 1 war besonders für Basti ein Riesenerfolg, als er am ersten Tag seinen Alltime
All-Time-Zuschauerrekord an 11.500 gebrochen hat. Auf YouTube kamen die Videos zu Suro ebenso gut an, besonders weil sie von mir gecuttet wurden. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Warte mal, nochmal. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Suro. Nachdem zwar Basti gegen Vini im Suro 1-Finale verloren hat, wollte jeder unbedingt Suro 2 sehen. Wie sehr Suro die Leute zusammengebracht hat, sieht man auch in den folgenden Wochen auf Bastis Kanal. Eine Menge an Chaos so riesiges Challenges, P-Modes und der gesamten Suro-Gruppe. Suro 2 hat Basti da... Meine, in der Challenge war sogar einfach Tim dabei, einfach MC-Expert. Na, eine Menge an Chaos-Challenges und die P-Modes und der gesamten Suro-Gruppe. Suro 2 hat Basti dann auch noch im gleichen Jahr gewonnen, mehr muss man zu Suro 2 auch eigentlich nicht sagen. Außer, dass extrem geile Videos von Basti dazu kamen, weil ich die wieder gecuttet habe. Mann, so okay. Viele Leute werden wieder fragen, ob Veto mein Cutter ist. Kurz darauf war Basti auch im internationalen Minecraft vertreten. Zusammen mit Papa Platte begann Bastis Reise in Minecraft Monday, was jeden Montagabend wirklich extrem cool war anzuschauen. Wir spielen heute beim Minecraft Monday Event, das ist ein Minecraft-Event, gibt's auch als Fortnite Edition, Fortnite Friday. Da geht's quasi darum, mega viele YouTuber aus aller Welt im Grunde spielen so mit. Oder am Anfang oder was? Warte mal, wer war da am Ende dabei? Warte mal. So viele Leute kannte ich einfach gar nicht. Und wenn man jetzt im Nachhinein da hinguckt, so, das ist so krass. Also wie viele wirklich international riesige Minecraft-Channels dabei sind. Die einfach so safe über 3 Millionen Abonnenten und so haben auf YouTube. Richtig krass. Man kannte sie einfach. Also ich kannte sie einfach nicht. Basti. Und der Gewinner, beziehungsweise das Gewinnerteam, bekommt 12.000. Den ersten Minecraft Money Win holt er dann allerdings mit Aqua. Das erste Video eines weiteren wichtigen Formats für Basti erschien ebenso in diesem Jahr. Ich kaufe mir Minecraft PvP-Unterricht für 20 Euro. War der Beginn für die Fiverr-Serie. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, dieses Video endlich aufnehmen zu können. Gefolgt von Texture Packs und Skins, die er sich gekauft hat. By the way, auf diesem Thumbnail sieht Basti mal besonders gut aus, weil tatsächlich ich der nackte, was sie dort war. Wirklich? Das wusste ich gar nicht. Thumbnail Game war bei mir auf jeden Fall. Es hat ausgereicht. Das war gut. Das war okay. Was sie dort war. Weiter ging es mit einer Menge neuer kranker Challenges, wie zum Beispiel Minecraft auf einem Fahrrad spielen. Nein, Bruder, kämpf! Ich einfach fighten, Decker, wenn ich lehne ich mit rein. Ja. Scheiß mal auf Feuer. Falls es Leute nicht wussten, ich habe mal. Da gab es dann auch genauso so kranke neue Thumbnails von seinem neuen Designer Aslak, die Bastis Kanal noch einmal um einiges verbessert haben. Am Ende des Jahres startete wie immer auch wieder Craft Attack, bei dem Basti mit seiner riesen Winterlandschaft richtig ausgerastet ist. Nach dem riesigen Erfolg von Minecraft Monday begann 2020 mit Minecraft Saturdays, in dem Basti wieder teilnahm, und zwar dieses Mal mit Schmocki und später dann auch noch mit Fabo. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur nächsten Episode Woche. Einfach mit Schmocki, einfach mit ihm, einfach er war dabei. Ich habe nicht einmal mit Kevin gespielt, ne? Zur Nummer 3 der Minecraft Saturdays. Neuer eigener Content kam auch sehr schnell dazu, wie zum Beispiel Community Challenges oder eines der krassesten Formate seltene Sachen suchen. Nach vielen Videos und Map Presets haben es Basti und Walle in diesem Jahr auch geschafft, den damaligen Duo Speedrun Weltrekord aufzustellen. True. Endlich kann ich diesen Titel für ein Video benutzen. Knapp 3 Monate ist es her, dass wir unsere letzte Zeit platziert haben. Wir haben Monate dafür gekämpft, mussten teilweise eine Menge leiden, aber haben nicht aufgegeben. Der allerdings leider einen Tag später schon wieder gebrochen wurde. Außerdem entstand in der Zeit die Idee von den All-Formaten, wie All Achievements, All Items oder All Death Messages. Ach ja, und Craft Attack 8 gab es in diesem Jahr natürlich auch wieder, bei dem sich Basti sehr über seine neue Nachbarschaft freute. Ignoriert das. Es ist nur temporär da, hoffe ich. Ja, tatsächlich, die 1000 Melonen-Golems sind weg. Danke an der Stelle nochmal an Veto. Und da sind wir auch schon in der Gegenwart angekommen. Zur Feier von 5 Jahren Daily Streams begann 2020 mit der Minecraft Week. Turnier, bei dem sich eine Woche lang 2 Teams in Kreativ... Meint ihr, die Regeln wurden bis heute verstanden? Qualität, Effizienz und PvP messen mussten. Und naja, leider haben Basti und ich keine 10.000 Euro dabei gewonnen. Einen weiteren Rekord, den Basti in diesem Jahr aufstellen konnte, war, dass er nun durch Twitch Rivals der Minecraft-Spieler mit den höchsten Earnings, also offiziellen Geldgewinnen, weltweit ist. Ja, to be honest, ich glaube, dass mittlerweile Minecraft, dieses andere Ding, wo es auch irgendwie so viel Kohle gibt, ich glaube, jetzt haben mich auf jeden Fall nochmal welche überholt. Ich glaube, sogar mehrere Leute, aber eben auch, ja, keine Ahnung, man muss halt jedes Mal, wenn, immer wieder diskutieren, weil diese 100.000, die damals Technoblade bei dem 101 gegen Dream gewonnen hatte, die waren halt auch offiziell gelistet und Mann, aber ich sag's euch ehrlich, keine Ahnung, für mich ist das irgendwie kein offizielles Tournament. Ich kann ja auch nicht einfach sagen, okay, yo, hey, ich veranstalte jetzt ein 101 gegen Stegi und der Gewinner kriegt 1 Million Euro. Ich gewinne, yo, meine Earnings sind über 1 Million Euro. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie ist es schwierig. 1.700 Euro hat Basti bisher nur durch Minecraft-Spielen verdient. Immer mehr neue eigene Projekte wie Boss Battle oder Custom Achievements kamen in der letzten Zeit hinzu, die den derzeitigen Qualitätsstandard von Minecraft-Videos in YouTube Deutschland vorgeben. Und es sind sicher bereits noch sehr viele andere krasse Projekte für die Zukunft bei ihm geplant. Ach so, und vielleicht gewinnt Basti ja dieses Jahr noch die Minecraft-Quiz-Show. Was?
sorry, oder? Geiles Video, auf jeden Fall, weil es um mich ging. Hey, danke, Veto.